Es ist doch schrecklich, dass wir unsere Bewohnerinnen und Bewohner von morgens bis abends, von abends bis morgens ja, registrieren, dokumentieren. Da werden Bilanzen erstellt, ja, Trinkbilanzen, Essensbilanzen, Ein- Ausfuhrbilanzen. Was machen wir eigentlich? Und das erfüllt mich mit großer Sorge, dass wir, wenn eine Bewohnerin oder ein Bewohner zu uns kommt aus der häuslichen Pflege, für den eine völlig andere Welt von heute auf morgen entsteht, eine völlig andere Welt, wo auf einmal bislang konnte er Beispiel rauchen, konnte er zu Hause rauchen, wie er wollte. Jetzt kann er das nicht mehr. Er konnte trinken oder auch nicht. Er hatte das Recht, auch nicht trinken zu wollen. Das hat er jetzt nicht mehr. Sonst kommt gleich der medizinische Dienst der Krankenkassen und die Bild-Zeitung und sagen, die Leute verdursten bei uns in den Häusern. Er hatte das Recht zu duschen, wann er will und wie oft er will. Das ist weg. Ja, er hatte das Recht zu verwahrlosen, sage ich jetzt mal. Das hat er bei uns nicht. Und so gibt es viele Beispiele, dass wir als Pflegeheimbetreiber gezwungen sind, gesetzlichen Ansprüchen zu genügen, die zwar, und das muss man ja auch sagen, das ist ja keine, ich sage mal, reine Willkür des Gesetzgebers. Der macht das ja mit guten Gründen. Die Gesellschaft hat diesen Anspruch auf Sicherheit in Pflegeheimen. Warum nicht in der häuslichen Pflege? Warum auf einmal im Pflegeheim? Diese Frage, die muss man sich stellen. Also der Anspruch der Gesellschaft auf Sicherheit auf der einen Seite und das Selbstbestimmungsrecht, die Autonomie des einzelnen Bürgers in seiner Wohnung, die sind hier berührt. Und deswegen sage ich, die Heime müssen entheimt werden, damit diese Institutionalisierung der Heime, dass die endlich aufhört. Und mein Vorschlag dazu ist der, dass man also das Heimgesetz einfach abschafft, dass man aus diesen Heimen ganz normale Mietwohnungen macht, wie alle anderen auch. Und die werden halt eben an die Bewohner vermietet. Gut, in der Pauschale sind denn solche grundpflegerischen Pauschalen, die sind dann in der Umlage, in der Wohnungsumlage mit enthalten. Und darüber hinaus kann der Bewohner sich die Leistungen einkaufen, pflegerisch, betreuerisch, die er für sich haben will und nicht das, was der Gesetzgeber als Leistung, als Einheitsleistung vorschreibt. Also das wäre mein Vorschlag, dass man einfach diese heimspezifischen Vorschriften alle abschafft und sagt, du wohnst zu Hause und du bestimmst in deiner Wohnung, was du mit in deiner Wohnung machst und was mit dir in der Wohnung gemacht wird.